So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu. Let's play Red Dead Redemption. Ja, und heute haben wir einen kurzen Plan geschmiedet, dass wir vom Licht geblendet werden. Und zwar, wir zeigen es euch natürlich, selbstverständlich. Und zwar haben wir hier wieder ein Freizeichen namens Dedalus und Sohn. Die Mission werden wir heute machen, denn, ne, ihr seht es hier, ist hier alles freigeschalten. Und zwar gibt es hier einmal Licht, Kamera und die Aktion. Dann ein Know You. Ein Zug und ein Agent Ross. Ja, dahinter werden wir uns mal begeben, denn wir brauchen ja hier diese Biberfell, den es hier irgendwo gibt, am Fluss. Dann brauchen wir noch 10 Salbei und 20 Federn. Einmal müssen wir dann natürlich nach Rio Bravo gehen, zuerst, da es dort den Salbei gibt. Wir haben es ja dummerweise verkauft. Leider. Aber davor werden wir jetzt erstmal noch in den Gemischtwarenladen gucken, falls der jetzt verfügbar ist. Ne, ist er immer noch nicht. Liegt es an der Uhrzeit? Check, 6:30 ist erst. Gut, dann spielen wir mal eine Runde Fingerfillet, oder? Das habe ich noch nie gespielt. Ja, das ist dann jetzt Zeit. 5 Fingerfillet spielen. Das ist richtig schwer. Das ist mit dem Messer, gell? Aha, die Finger zu hacken. Da haben wir das doch schon mal gespielt. Ich weiß es nicht, oder ich habe sie einfach nur erzählt, dass man das spielen kann. Okay, wir spielen jetzt mal. Das kann man als Höchsteinsatz 25. Wir gehen einfach mal auf, keine Ahnung, $13 Einsatz. Ich schau mal, wie viel sich da schon die Hand gestochen hat. Okay, das muss ich jetzt halt auch machen. Drücke die angezeigten Tasten, um im Rhythmus auf den Tisch zu stechen. Fuck, falsche Taste gedrückt. Mist! Also, X-Kreis. X-Viereck, X-Viereck. Scheiße! X-Kreis, X-Dreieck, X. Fuck! Drück immer auf die falsche Taste! Du musst Viereck drücken. Ja, also X-Kreis. Gedrückt? Nein, du hast das falsche gedrückt. X-Kreis, X-Viereck. Was magst denn du? Falsche Taste! Scheiße, okay, wir lassen's. Nein, ich will, dass du das jetzt machst. Okay. Spielen wir es halt nochmal. Bis unsere Hand ab ist. Ach Gott. Nehmen mal die andere. Überspringen. Einsatz bestätigen mit 10. Überspringen. So, X-Kreis. X-Viereck. Ach, Dreieck. Ja, Dreieck. ich sag's falsch, aber ich drück schon richtig. X-Kreis. X-Kreis. X-Dreieck. Ich hab's gedrückt, es geht so schnell. X-Kreis, X-Dreieck, X. Kreis. Hier, Kreis gedrückt. X-Kreis, X-Dreieck, X-Dreieck, X-Viereck. Ich kann's einfach nur. Jetzt hab ich's gedrückt. Das ist beschiss, das Spiel. Ich will nicht mehr. Keine Lust mehr. Oh Mann, du kannst auch gar nichts. Es ist auf jeden Fall schon nach 7. Eine blamable Leistung, wie ich das mal bezeichne. Gemischtwarenladen war da hinten rechts. Der ist nicht da. Ja, okay, dann halt nicht. Dann schießen wir die 20 Federn. Ja, jetzt gehen wir erstmal, reisen wir nach Rio Bravo. Und schießen dann dort. Mir egal. Komfortables Game. Oh ne, es geht mal nicht. Außerdem sollst du erst deinen Wegpunkt setzen, mein Lieber. Ach, das stimmt. Okay, hier sollte es klappen. Ja. Perfekto. Super. Habe ich super gemacht? Ja. Wenigstens das kann ich, gell? Ja, Wenn ich schon mit wenn du Stechen die Hand kann. aufgeschlitzt hast. Ja. Immerhin haben wir keinen Finger verloren. I geht es auch. Keine Ahnung. Das wäre halt schon recht geil. Das wäre halt recht abartig. Irgendwann hast du keine Hände mehr, dann kannst du nicht mehr schießen. Musst du die Zehen oder so. Wie der eine mit dem Bogen. Wenn er Ja, bei Galileo kommt, ist das ist womit. cool. Er schießt einfach mit den Füßen. Das ist cool. Ich finde ihn cool. Ja, und jetzt ist Nacht, na super. Okay, dann brauchen wir jetzt erstmal ein Henry. Ne, nehmen wir einen Winnie, hat mehr Schuss. Ne, der. Ne, nehmen wir einen Winnie. Jetzt brauchen wir 20 Federn, oder? 20 Federn, 10 Salbei und keine Ahnung, wie viel Biber. 5 20 Biber. Federn, 5 Biber und 10 Salbei. Sag ich doch. Klasse, danach ziehst du auch so viel. Okay. Dann sind wir jetzt schon in Rio Bravo. Ja.
Schon gern. Selber, ich bin doch da hochgebeamt worden eigentlich. Ach, Pferd. Pferd. Da hinten ist das Pferd. Pferd, wo bist du? Pferd, Pferd, Pferd. Da. So, dann reiten wir jetzt mal da hoch. Da oben sind Puma. Pumas, ja? Pumas. Ein Puma, zwei Nike. Nee. So. Die machen hier ein Lagerfeuer. Lass sie halt. Das ist ja doch. Ja. Sind jetzt halt hier in Rio Bravo endlich? Ne, wegen nach links noch. Oh, da geht's runter. Da gehen wir nicht lang. Ach, da ist Fort Mercer. Stimmt. Ja. Da ist ein Baum. Ja, der soll doch durch den Ast einfach durchreiten, der Idiot. Das Pferd kann auch schon wieder nehmen. Revolverhelden an der. Was will ich jetzt mit dem Revolverhelden? Aha, das sind Gegner. Gut, dann schauen wir mal, was der zu sagen hat. My name is Leon. Can you help me get into the fort? A gang is using it as a hideout and there's a lot of stolen money. We should be able to get in over that wall. You look stronger than me. Climb over it and then find a way to let me in. Jetzt hört er über die Mauer. Ja, wie soll ich denn da bitte drüber kommen? Wollt ihr mich verarschen? Ach ne, da ist noch einer. Gewesen. Lums. Tot. Ach, muss ich jetzt. Kann der mir da hochhelfen oder was? Ach, hochklettern. Die Zeit der Welt. Ja, klar. Oh, das klappt aber auch nicht so gut. Wie so ein alter Mo. Erledige. Okay, dann erledigen wir halt mal alles da drin. Ja, die Tür solltest du auch gerade noch aufmachen. Ja, ich erledige es halt erstmal. Ja, überlebe alles bitte. Hut runtergeschossen. Oh, pass auf. Wo schießen die? Okay. Wo noch? Da irgendwo. Aber da hinten ist jetzt wieder einer. Da vorne! Du bist doch blind. Ich hab schon gesehen. Voll ins Gesicht. Voll mit neu. Ein Face. Und tot. Aber mir geht's auch nicht mehr so gut. Deckung. Da ist die Waffe halt voll für den Arsch. Komm, mein Freund. Alter, das sind voll viele. Der lebt immer noch. Da bin ich Hand. Der ist aber auch tot, nachdem ich viermal daneben geschossen habe. Kannst du mir noch kommen? Ist der Ball? Kennst du? Und wo ist der andere? Ih, da hängt ja einer. Hab ich mir auch gerade gedacht. Weh! Gott! Ich brauch.
lasse ich den erstmal rein. So. Oh. Ui. Da burnt. Ach, geh Thomas. In die Schatzkammer. Ja, Schatz, Schatz, Schatz. Schnell, bevor der geht. Da, Sprint. Wow. Nimm so viel, wie du willst. Wie viel war da drin? 167. Okay. Fort Mercer abgeschlossen. Ja, das sind Vögel, schon mal. Ja, die kannst du jetzt aber nicht schießen. Nee, leider nicht. So, den Behälter öffnen wir auch noch. Schauen, was da so drin ist. Scheinbar nichts. Nee, halt echt, ne? Instituto Asterio. Das heißt, 50 Rundrichten. Instinto. Ah ja, jetzt gibt es alles viel mehr Sinn. Ja. Kommt man natürlich nicht raus, kommt man hier raus, ja. Okay, wo? Wir wollten Salbei suchen. Immerhin ist jetzt wieder Tag. Die Nacht gut vollbracht. Mhm. Hey, du hast ja gar nicht geplündert. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Was ist mit dir passiert? Ich bin krank. Ja, ich glaub's gleich. Sind jetzt hier noch so viele Vögel? Warte mal. Mal nachladen schon. Saugleich. 9. Wann's? Ich glaub schon. Okay, dann müssen wir jetzt die ganzen Vögel hier drin suchen. Fliegt noch irgendwo einer? Nee. Mir eingebildet in Schatten. Klasse. Wo finde ich jetzt die Vögel? Toll. Ja, wer weiß, wo die alles runter. Oh, Alter! Das ist ein Vogel! Gut, die findet man wohl doch ein wenig leichter. Aha. Geierfedern, plus 3. Da ist noch einer. Sind ja voll die Monsterviecher, die haben am Himmel gar nicht so groß ausgeschaut, finde ich. Die waren ja auch weit, weit oben eigentlich. Jetzt hast du bloß eine. Hm, vielleicht kriegen wir da wieder 3. Hm. 2. Da haben wir noch einen. Hast du mitgezählt? Jetzt haben wir 6. 8. Und den da? Entweder nur eine. Nee, 10. Okay, ich glaube, hier unten ist gar niemand mehr gelandet, oder? Und den hast du schon, was? Den da. Wir haben die 4000 wieder geknackt. Dann noch die Federn. Eine nur. 11. 11. Haben wir den da? Ja. Nee. Ich glaube, die kommen alle wegen später noch runter. 12. Die da drüben haben wir schon. Was liegt hier? Nichts, nur Munition. Okay, dann laufen wir schon mal da hoch. Vielleicht ist da noch einer gelandet? Nee. Da hinten irgendwo? Nichts. Hm. Sehr, sehr scheiße. Und neue sind auch noch nicht da, schade. Ja gut, dann würde ich sagen, hoffen wir hier runter. Und es ist hoch. Oh, nee, nicht mal was passiert. Dann suchen wir neue Vögel. Da. Der ist aber schon. Scheiße. Das ist ganz schön weit weg, das Vieh. So, da haben wir es. Schauen wir, was das so ist. Da fliegt einer. 3. Folge. Sehe aber nichts mehr da hinten. Hui. Oh Gott, ich fahre noch weiter weg.
Ich glaub's auch. Aber hier, ah ne, der ist ja doch schon. 20 Federn. Wie viel haben wir? Hast du noch mitzählt? Ich glaube, jetzt haben wir 15 oder. Ups, nee, falsche Taste. 17. Geierfedern, 12, 17, ja. Also noch 3 Feders. Okay, dann suchen wir mal Federn. Salbei. Stimmt, wir sind ja noch im Rio Bravo. Ja. Aber ich brauche unbedingt ein Pferd mal schnell. Da ein Vogel. Hab's gesehen. Der entkommt mir nicht. Vielleicht haben wir es ja jetzt schon. Da ist noch. Ja, so viel brauchen wir ja gar nicht. Mm-mm. Wenn jetzt einer davon zwei hat. Das stimmt. Und der hat nur einen weiter, oder? Vier! Vier. Sau geil, dann haben wir schon mal alle Dinger. Wo ist unser Pferd? Da. Weil hier, ich weiß. Wie schaut der Salbei aus? Ist doch wurscht, wie der ausschaut, weil. Wir haben hier eine Überlebenskünstlerkarte. Haben wir die noch? Ja, habe ich ja noch nicht benutzt. Da hinten. Ehrlich gesagt nichts, auch da vorne. Rodensalbei, 1. Eine. Dann ist da hinten der nächste. 2. Ich glaube, hier gibt es ziemlich viel Salbei. Wenn ich das auf der Karte immer hier sehe. Nummer 3. Ui. Ui. Geht ja ganz schnell. Ja. Und hier hinten haben wir Nummer 4. Sicher. Ich weiß nicht. Ja. Wir müssen was aufpassen, dass uns kein Puma irgendwie angreift oder so. Und wir sterben. Und dann alles am Popo ist. Nein, alles weg. Dann am Popo weg. Ja, okay. Nummer 5? Oder habe ich mich zuzählt? Nein, ich glaube schon. Okay. So, lala. 5, 6. Ja, 6. 6. Ja. Okay. Was sehen wir gerade wieder in Richtung raus? Nee, direkt rein eigentlich. Das ist mir viel zu dicht hier alles. Da kann hinter jedem Busch irgendein Viech lauern. 7. Mhm, 3 Stück noch. 7. Also, ja, jetzt hat noch 2. Nein. Ach. Immer noch 3. Ja. Wo ist der? Sehen wir? Ja. Ja. Ups. Ja, renn vorbei. Ja, sorry. Menschens. Menschens Kinder. Achte. Haben wir noch nicht ganz. Was? Achte. Stimmt. Ja, super, und jetzt? Toll. Gibt's jetzt hier keinen mehr? Zu früh gefreut. Pferd, komm mal her. Vielleicht marschieren wir jetzt in Richtung raus. Ja, kann sein. Ah! Oh mein Gott. Wow. Ja, 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 10.000 Mal. Scheiße. Der hätte es nicht geholt. Okay, Chef. Bin Geld. Hm. Und Fleisch auch. Wahrscheinlich währenddessen, wir den jetzt heute, kommt der andere von hinten, sei Vater oder so, und tötet uns. Das wäre halt natürlich auch supidupi. Hm. Hätte man doch nicht geholdet, das war jetzt eklig. Ja. Was habe ich gesagt, Schatz? Drei Kopfzeiten lang oder zwei. Wollen
warum ist auf der anderen Seite ein Kreuz? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ein X. Ein Kreuz. Mhm. Das hier ist so gefährlich da oben. Mhm. Ist wahrscheinlich ein Vogel halt oder so. Nee. Ein Kerl. Warum liegt hier ein Kerl rum? Vorne läuft irgendwas. Hinter dir! Scheißviecher, elendigen! Ich hab so Schiss. Ja, schnell hol ein Pferdipferd. Ich hab's zurückgepfiffen. Also sollte gleich kommen. Ah, ja, da bin ist ich es. Erschrocken, ey. Eieiei. Was hab ich gesagt mit den doofen Viechern hier oben? Ja, da vorne ist auch was. Mhm. Oben. Toll. Das ist deswegen steil, auch für unser Ghetto-Pferd. Ich darf jetzt auch nicht bitte. Ja, ich muss da hoch. Das sind tausende solche Pflanzen. Nee, das ist nicht so was. Entschuldigung. Was sind denn hier? Da ist ein Puma. Okay, Glück gehabt. Mensch, Mensch, Mensch. Da ist eine. Jetzt sind es 9. Echt? Ja. Sicher? Ja, noch eins, dann haben wir 10. Ja. Glaub. 8. Aber wir haben. Nein, jetzt haben wir 9, sag ich doch. Ja. Mann. Guck mir halt einmal was. Mach ich doch normalerweise immer. Ja, nicht, gar nicht. Da ist ein Hirsch. Brauchen wir aber da unten ist ein Puma. Baba! Wo ist denn der? Da unter uns. Jetzt haut er uns eh runter. Hä? Das hat doch geklappt wegen der Time. Anhaltdings. Jetzt. Dück und dück und dück. Dann zählt immer noch einen, oder? Echt? Nee, das war nur Schatten. Ist hier jetzt der rote Salbei? Ja. Ach, ich stehe da direkt daneben. Steig pflücken und wieder aufs Pferd. Da hat man jetzt Glück. Normalerweise hauen die ja ein Pferd mit einem Schlag um. Gut, dann müssen wir uns jetzt hier unser Lager aufbauen. Und dann und erst hätte man so einen Wegpunkt setzen müssen und nochmal das Lager bauen, abbrechen. Und wir hätten ja auch natürlich auch so einfach in die Karte gehen können. Und zwar, wo gibt's hier nochmal diese Kräuter in Tall Trees, gell? Weil ja. Und da gibt's auch die Bären, die wir mit einem Schuss... Ja, und die Biber brauchen wir aber auch. Stimmt. Und ich würde sagen, wir machen zuerst mal die Biber, oder? Ja. Oder zuerst die Pflanzen. Nee, zuerst die Pflanzen, sondern auch noch die Überlebenskünstlerkarte aktiv haben. Okay. Okay, machen wir. Zum Zielort reisen. Und zum Wegpunkt reisen. Wenn ich das nicht mag. Und dann ist das natürlich egal. Oh, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Alter! Wie krass ist das denn? Das Winter! Ui. Wie bei uns auch. Ja. Weihnachten. Ah, da haben wir es doch, oder? Was ist das? Kolibri-Salbei. Brauchen wir ein Kolibri-Salbei? Mhm. Ach so. 10 Stück. Schon wieder. Alles mit Salbei. Was? Alles mit Salbei. Du, wenn da ein Bär kommt, ist es fein auch gefährlicher wie der Puma. Das weißt du gar nicht. Aber ich glaube schon, ich weil glaub der ist auch. Größer. Ja, aber langsam. Aber der schaut schön aus. Mhm. Ups. Die Richtung.
Aber erst wollten wir ja die Biber. Ja, eigentlich schon. Aber wenn wir es jetzt schon sehen, wenn wir schon dort sind, dann können wir es. Nee, wir wollten doch erst die Pflanzen, weil wir die Karte noch haben. Ach ja, stimmt. Mann, du vermisst sind wir blöd. Oh Mann. Ja, hallo. Hey, der Kerl, der ist manchmal jetzt so hundsblöd. Nein. Vielleicht nicht. Nein. Es leuchtet voll schön. Schaut aus wie bei Avatar. Stimmt. Leuchten doch die Pflanzen auch immer so schön. Stimmt, der Film ist aber nur geil in 3D. Aber der ist auch anders auch geil. Stimmt. Ja. Da! Ein Baby-Tiger-Puma-Dings. Keine Ahnung, ich fühl's jetzt einfach mal. Oder ein Luchs. Aber da war auch ein großes, oder nicht? Nein. So, ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts gesehen. Ja. Ich weiß aber auch nicht, wo das Viech ist. Da. Was ist das denn? Das ist das Wüstenkatze. Tierhäuten. Und dann sehen wir es ja, was es ist. Ein Tiger. Ein Tiger Barbie. Ein Tiger Baby. Vielleicht ein weißer Tiger oder so. Nein. Luchs. Ja, ach, der hat aber eine Lautschaut wie ein Luchs. Nee. Der hat irgendwie seltsam ausgeschaut, das Viech. Oh. Okay. Jetzt müssen wir mal langsam wieder da in die andere Richtung laufen. Pferd mitkommen. Boah, dass du keinen Krampf kriegst in deine Hände. Warum? Von dem ständigen Gedrücke. Das haben wir schon. Pferd mit. Das Pferd, das geht mir so auf die Nerven manchmal. Dann musst du es halt erstmal gescheiter ziehen. Hm. Ah, da ist schon wieder ein Luchs. Mhm. Luxi, Lux, Lux. Lux, Lux. Lux, die Flux. Ein Lux, Luxt. Ich luchs dir auch gleich was. Nein, du luchst nix. Weil du bist kein Lux. Okay. So, und wieder zurück. Ich fand die voll früher als Kind voll cool, die Viecher. Die Luchse? Ja, da gab's so ein Park, wie heißt denn das? Luxi und Luxine? Nein, wo halt so wilde Tiere drin waren. Weißt du, auch so Geier und solche. Also Katzo. Sondern so ein Wildpark oder sowas. Okay. Das war voll cool. Da sind dann die Geier so über deinen Kopf geflogen. Da habe ich voll Angst bekommen, wenn der einmal runterkommen wäre, dann hätte er mich voll verkratzt bestimmt. Ja. Aber da gab es auch so Luchse und die haben da so eine Show gemacht. Das war voll witzig. Okay. Das sind irgendwie auch so Schaufeln hin und her gerannt. Keine Ahnung, das war witzig. Damals. Anno dazu mal. Da war ich in der ersten Klasse, also schon ein Weilchen her. Mhm. Stimmt. Leicht. Das ein oder andere Jährchen. Aber ich weiß es noch. Mhm. Ich finde es eh voll schade, dass man da nichts mehr weiß von der Kindheit. Stimmt, alles nur das, was die Eltern einem erzählen, ja, die ganzen blöden Geschichten noch für Scheiße angestellt hat. Ja, da hat man immer so viel gemacht und das war bestimmt voll cool und dann jetzt weiß ich das nicht mehr mal mehr. Weil du als Kind einfach alles machen konntest. Ja, weil es eben wurscht war. Mhm. Hast du halt immer dann einen kleinen Anschiss kassiert, aber das war doch dir wurscht. Eben. Dann hat es halt eh mal geheißen, du bist ein Kind. Ja. So, jetzt haben wir noch langsam mal 10 Stück, oder? Weiß ich nicht. Das merken wir dann schon, wenn Speichern kommt. Da fehlt immer noch was. Woher weiß du das? Ja, weil es noch nicht gespeichert hat. Dann speichert doch immer und dann kommt. Ach ja. Die Anzeige von wegen, wir haben so und sowas. Was ist denn? Der sitzt da unten. Geißbeck. Ach so. Die haben voll den weißen Po. Jetzt haben wir es geschafft. Voll den weißen Popo. Überlebenskünstler Level 7. Popo haben die. Einen weißen. Mhm. Okay, dann, was ist dann das nächste? Wir wollten die Bibers haben. Ja, ich wollte 8 Büschel. Aha. 12 Büschel. 12 Büschel. Prärimo. Prärimo. Prärie? Zusätzlich, den du vielleicht schon hast, du findest dieses Kraut in und um Great Plains. Wo ist Great Plains? Weg. Da? Da oben. Okay. Und die Biber, die gibt's hier, haben sie gesagt, gell? Weiß ich doch nicht, da war ich nicht da. Hat nur mit dem Timo gemacht. Ach so. Du, das aber ganz schön. Biber kann man wahrscheinlich in der Nähe von Flüssen im Norden finden, ja. Ich würde sagen, aber bevor wir da hingehen, machen wir an der Stelle hier einen Break. Im nächsten Part kümmern wir uns um die Biber. Ja. Ja. Wir danken euch jetzt erstmal fürs Zusehen, wünsche euch wie immer einen schönen Tag, macht's gut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von, ne? Let's play Red Dead Redemption!